Was reden Prominente, wenn sie unter sich sind? Faces lädt zwei Prominente zum Essen ein. Heute Frank Baumann und Roger Schawinski. Roger Schawinski ist wohl die schillerndste Medienfigur des Landes. Angefangen beim Kassensturz, den er 1974 gründete, bevor er 1977 zur Tat schritt, als Chefredaktor. Dann wechselte er das Medium und das Land und begann 1979 von Italien aus das erste Schweizer Privatradio zu senden, Radio 24. Dann kam Tele Zürich, Tele 24, viel Geld, Ruhm, ein paar Bestseller und schließlich on top of Sat 1. Jetzt kehrt er wieder zu seiner ersten Liebe zurück. Radio 1 startete am 17. März. Viel Glück! Frank Baumann startete seine Karriere als Radiopirat bei Schawinski. Dann wechselte Baumann ins Werbefach, wo er sauglatte Kampagnen für Erfrischungsgetränke machte. Dann wurde er im Schweizer Fernsehen zum Ventil der Nation, bevor er in Streetlife fürs Fernsehen Sachen kaputt machte. Auf der Bühne, immer wieder mal Comedian, moderierte Baumann für SF2 die Show Genial daneben. Irgendwie passend. Frau! Neues Zeitalter fängt an. Neues Radio. Gerne wie. Wieso bist du? Komm, ich kann nicht. Ich kann nicht alles machen. Du musst nicht alles machen. Du musst nur ein bisschen gescheite Sachen machen. Ich habe das Gefühl, du verzettelst dich. Du müsstest dich wieder mal auf deine Kernkompetenzen berufen. Und das kann so viel. Ja, also, jetzt bist du auf der Bühne. Nein, ich bin nicht mehr auf der Bühne. Jetzt mache ich das Humorfest. Du machst es auch nicht mehr auf der Bühne. Mal, schon wieder eine Karriere für mich. Das Programm steht ja eigentlich. Ja. Sehr schöne Geschichte. Aber das Programm kann nicht stehen. Es muss sich bewegen. Du kannst gut schreiben. Schreibst gern. Du schreibst die Kolumne jetzt endlich gelesen. Ja, aber es ist. Man könnte mal etwas Positives sagen. Okay. Es ist geil geschrieben. So wie es alle sagen. Gut. Ich finde, es ist okay geschrieben. Aber es ist zum Teil ein bisschen bemüht lustig. Und das ist bei den meisten Kolumnen. Ja. Bemüht lustig? Ja. 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 Jetzt wird es mir aber anders. Ja, aber es ist auch schwierig. Es ist auch schwierig, jede Woche eine Kolumne auf den Punkt zu schreiben. Jede zweite Woche. Und es ist auch zu lang. Ich würde die Hälfte lesen. Ich würde es auch halb so lang machen. Halb so lang, wenn ich also, die vom Tele oder die vom Tag? Die vom Tag ist zu lang. Das ist einfach zu lang. Ja, ich würde dich noch 50 Zeilen kürzer machen. Ja, du hast mir jahrelang gesagt, los Frank, ist der Blau schon, der morgen um 4 Uhr aufstehst. Das ist lässig, denk dran, du gehst Zürich weg. Und ich habe gedacht, geil, stehe ich morgen um 4 Uhr auf, ich finde das cool. Ja. Ich tippe, hast du auch gewählt? Ja, ich bin leicht gewählt. Ja gut, ich habe das eben nicht mitbekommen. Ich habe eben Ja, das ist jetzt immer besser. Und das Interessante war, ich hatte immer so ein Lämpchen, das leuchten konnte. Was ist das? Das war Roger. Hast du dich immer gefreut, wenn ich angerufen habe? Nein, ich habe vor allem immer gewusst, wenn das Lämpchen leuchtet, bist du. Gut. Das war schwierig. Und schlimm war nur, wenn es nicht mehr geleuchtet hat. Ja, und dann ist man, du bist natürlich immer in, so auf 180, dass jetzt das Lämpchen leuchtet. Und es hat nicht geleuchtet. Und dann hast du eine tierische Angst, bis du los von der Sendung. Nein, ja. Aber schlimmer war, dass ich, wenn ich nicht angerufen habe, war es schlimmer und nichts mitbekommen haben. Das haben die Leute schlimmer empfunden, als wenn ich etwas kritisch gesagt habe. Ja, ich finde es sowieso gut, kritisch. Gell? Gell, dann weisst du, woran das bist. Ja, klar. Das finde ich super. Und darum sind eben so Leute wie du und andere, viele andere, man könnte 100 aufzählen, sind heute eigentlich so die wichtigsten Leute im Radio und Fernsehen in der Schweiz, wo eigentlich die harte, nicht immer ganz handsame Schule durchgemacht haben. Es ist ein bisschen anbietend, wenn ich sage, es stimmt. Aber es hat etwas. Also ich muss sagen, weißt, ich habe jetzt wirklich eigentlich so alle kennengelernt in Deutschland, also, wo man da so im Fernsehen sieht. Und als Satei-Chef hast du einfach Zugang zu allen. Von Angela Merkel über den Gerhard Schröder. Ja, bei dir willst du nicht mehr reden. Bis zum Thomas Gottschalk, bis zu allen, oder? Und die wollen mit dir vor allem zu tun haben. Der Gottschalk ist einer der coolsten Typen, wirklich. Also auch im Privaten. Bescheiden. Bescheiden würde ich nicht sagen, einfach cool. Lustig. Ja, aber kein Ausrufer, der macht einfach seine Sache. Ja, ja. Oder zum Beispiel Harald Schmidt, wenn ich jetzt mit dem so will essen. Das ist nicht einer, der einsprochen wird, sondern der hört zu. Der ist ganz interessant, interessiert, freundlich, gut erzogen und so weiter. Das ist ganz überraschend. Wirklich. Jetzt hast du die Engelke gebracht. Ja, komm her. Mal. Weil, weißt, ich kann ja mit dem jetzt einmal zu, mit meinem Humorfestival. Ich muss dir sagen, Frauen einstellen, die Komikerin sind, ich glaube, das geht gar nicht. Also gut, Frauen sind ja sage ich jetzt mal, ein bisschen komplizierter als Männer. Können wir unter uns besprechen. Aber Frauen, die noch Komikerinnen sind, und noch die Frau mit den 1000 Gesichtern, also, die sich immer verstellen muss, die ist auch, in Wirklichkeit macht sie auch immer
auf Klamauk. Weisst nie, wo sie ist, wer sie ist, was sie ist. Ich glaube immer, dass das nicht funktioniert. Und das ist dann anstrengend. Und zwar für sie und für alle anderen rings um sie herum. Und will man überhaupt eine komische Frau sehen? Das, das finde ich blöd, wenn du das sagst. Wieso nicht? Wieso nicht? Nein, ich will doch keine Frau. Nein, also das finde ich... Sissi Perlinger zum Beispiel. Ja. Und? Ist doch gut. Ja, aber ich weiss nicht. Also, nein, also, das exaltiert, das macht mich halb. Nein, zum Beispiel eine Bette Midler in Amerika. Ja, aber da ist jetzt aber ganz eine andere Liga. Ich sag nur, aber du hast gesagt, und ist noch Sängerin und groß. Ja, aber du sagst, Frau, ich habe nur jetzt einfach das Beispiel genommen. Frauen könnten auch lustig sein. Das ist einfach ein Beispiel aus deinem Jahrgang genommen. Ja, also wenn man jetzt einen jemanden aus deinem Jahrgang hat, das ist ja fast der gleiche. Ich sehe das auch gut. Ja, deine Haare an, wäre das hinter deinem Jahrgang. Sag mal, das ist ja erstaunlich für mich. Das sind alles so meine jungen Kids gewesen, weißt du? Der Frank. Und dann der Röbi Koller und der Dani Andrew und so. Das sind alle meine Kids gewesen. Und die sind jetzt alle ganz grau. Es gibt immer zwei Sachen, wo ich die beste Idee habe. Beim Brennen und nach dem Sex. Und darum muss ich die beiden Sachen weiter pflegen. Ich denke, aber wenn ich jetzt am Tag renne, wenn ich eine Stunde renne, dann habe ich nie ein Glücksgefühl. Nie. Ja. Es hat keinen Ball. Wo hast du überhaupt das Glücksgefühl? Beim Sex. Es hat keinen Ball. Ein grosses Defizit. Aber das kann ich, wenn ich eine Bergtour mache. Ja gut, also. Kann ich es machen, dann laufe ich den Berg, ja. Und dann nachher schaltet alles ab, dann läuft es einfach. Ja gut, außer ich laufe sie davor. Ja gut, das ist, ich kann das ja nicht wollen. Nein, das habe ich nicht mehr. Gott, was ist Dödi oder irgend so? Ja. Grausam. Hä? Deine erste Bemerkung war, komm mal schauen, wer zuerst oben ist. Ja. Ich meine, jetzt spinnt er. Aber die beste Geschichte ist das, als ich dann ein Jahr später gesagt habe, wir gehen wieder. Hat gesagt, ich bin völlig ausgebucht. Ich bin völlig ich kann nicht mehr kommen. Ich bin wahnsinnig. Und dann hast ja, das habe ich aber mir dann auch zu eigen gemacht. Du hast zwei Liebchen dabei gehabt. Ja, das sicher. Ist lächerlich. Zuerst hast du es umgekehrt, ja. Und nachher oben, wo die Jungs sind, hast du insgesamt jetzt neue Liebchen. Ja, klar. Und die Autogramm, so in der Nein, Auto gab ich nicht. Nein, bei dieser. Und noch im Vollgeladen hast du gesagt, sie hätte dich kennt und mich nicht. Im hintersten Zipfel von Glaris, wie will man mich denn kennen? Wieso? Du bist auf dem Schweizer Fernsehen. Ja, aber du hast gesagt, siehst du, mich kennt dich nicht. Ja, das habe ich so Sachen vergesse ich dann nicht. Ja, genau, weil ich weiss wieso. Weil ich weiss, genau das trifft dich. Das trifft mich. Darum. Nach Jahren später schaffst du an dem noch. Ja, sicher. Was den Leuten am meisten auf den Wecker geht, dass berühmte Leute sagen, es ging auf den Wecker, dass sie so einen Ruhm haben. Ist das bei dir auch so? Gut, das ist natürlich jetzt die typische Schawinski Frage. Wieso blöd, weißt du? Nein, aber was bei mir häufig ist, dass ich einfach angesprochen werde und reduziert werde auf das Bild, das ich in der Öffentlichkeit von mir selber bastle, wenn ich ja immer ganz genau weiß, was richtig und was falsch ist, wo immer alle kann beraten kann. Gut. Habe es fertig gebracht, mich in die komplette Einbahnstraße zu manövrieren. Nein. Ja, schon. Ich habe versucht, ja, hab dich versucht zu beraten, aber du bist ein bisschen resistent in diesem Bereich. Ja, das kann sein. Ja, das ist so. Nein, du hast gesagt, du bist so ein cooler, lässiger, toller Typ. Aber wenn du als Ekel von der Nation auftrittst, dann kommst du von dem nicht mehr richtig weg. Dann hast du den bösen Geld verloren. Ja. Ja, viel. Aber ich habe ganz etwas gestört. Nein, ich habe ganz gestört das Verhältnis zu Geld. Das interessiert mich nicht. Mich interessiert mehr die Art und Weise, wie ich es verdiene. Eben. Meine Frau ist mehr die ganz genau weiss, wie was. Die managt dich. Die sagt, der Frank muss so viel verdienen, der Frank muss das machen und dann muss nein, so. Nein, doch. Nein, genau. Oder? Hm. Das ist ja gut. Hey, sie ist eben erwachsen.